Willkommen, liebe Zuschauer, bei History Live, dem historischen Quartett auf Phoenix. Jesus, Mythos und Wahrheit. Darüber diskutieren wir heute mit der Theologin Annette Merz und den Theologen Klaus Wengst und Hermann Detering. Drei Theologen und ein Thema der Geschichte, denn uns interessiert die Frage, wer war Jesus und was weiß die Wissenschaft darüber? Frau Merz, Sie sind die Co-Autorin eines Buches mit dem Titel Der historische Jesus. Was ist Ihr Fazit? Wer war Jesus? Ja, wir können eine ganze Menge über Jesus nicht wissen, aber einiges doch auch, finde ich, relativ sicher wissen. Jesus war ein jüdischer Lehrer, Jesus war ein Wundertäter, Jesus war ein Endzeitprophet. Er war Schüler Johannes des Täufers, denke ich. Wir wissen sicher, dass er unter Pontius Pilatus gekreuzigt wurde. Das heißt, wir können ihn historisch einordnen in die Zeit, seinen Tod in die Zeit zwischen 26 und 36 nach Christus. Die Quellenlage bringt es mit sich, dass über den Inhalt der Verkündigung Jesu eine ganze Menge Diskussion herrscht. Wenn man historisch nach Jesus fragt, wird man immer auch nur Wahrscheinlichkeitsurteile fällen können über solche Fragen. Und doch denke ich, dass man auf einer ganzen Reihe Gebieten doch auch relativ wahrscheinliche Aussagen noch machen kann. Da wird vielleicht in der nächsten Stunde Gelegenheit zu sein, über solche Themen zu sprechen. So ist das Stichwort Quellenlage, Herr Detering. Sie haben sich ja auch mit den Quellen von Frau Merz beschäftigt. Sind diese Quellen stichhaltig? Entschuldigen Sie, Frau Merz, ich finde die Quellen, die Sie zitieren in Ihrem Buch, nicht stichhaltig. Insofern, als Sie die Existenz eines historischen Jesus in meinen Augen jedenfalls nicht beweisen. Sie führen auch die Evangelien an. Aber die Evangelien sind natürlich in erster Linie Glaubenszeugnis, das ist ganz klar. Und Glaubenszeugnisse in dem Sinne, dass sie also auch eine bestimmte Tendenz der Verfasser jeweils erkennen lassen. Insofern sind also die Evangelien hier sehr mit Vorsicht zu genießen. Anders verhält es sich natürlich jetzt mit Paulus. Paulus ist ja fast ein Zeitgenosse Jesu. Und als Zeitgenosse könnte man ja erwarten, dass er auch historisch die meisten Informationen über Jesus präsentiert. Seine Briefe, wenn sie denn echt sind, sind um die Mitte des ersten Jahrhunderts entstanden. Und diese Erwartung wird aber leider getäuscht. Denn Paulus spricht nicht vom historischen Jesus, sondern sein Jesus ist Protagonist in einem mythologischen, in einem kosmischen Drama. Und auch Pontius Pilatus taucht hier nicht auf, sondern stattdessen ist von den Archontes tu aionos tutu, also von den Herrschern der Weltzeit, die Rede. Mit anderen Worten, was ich damit sagen will, Paulus versetzt seinen Jesus in ein mythologisches Drama. Das ist ja nun ein schwerwiegender Vorwurf, Frau Merz. Sind Ihre Quellen denn dann gefälscht oder nur mythologisch? Unsere Quellen sind Glaubenszeugnisse, da gebe ich Herrn Detering absolut recht. Aber sie erzählen von einer historischen Gestalt und von einer Gestalt, die nur vergleichsweise kurze Zeit in der Vergangenheit gelebt hat. Vielleicht gehe ich erstmal direkt auf Paulus ein. Paulus spricht von den Brüdern Jesu und deren Frauen, die Jesus verkünden. Er hat selber den historischen Jesus nicht gekannt oder den irdischen Jesus nicht gekannt. Von daher wählt er einen anderen Ausgangspunkt. Im Übrigen zitiert er auch ganz vereinzelt durchaus Jesus-Traditionen, manchmal mit und manchmal ohne Namensnennung. Aber ganz viele Traditionen der Bergpredigt finden wir in den Paulusbriefen zurück. Das Ehescheidungslogion Jesu finden wir zurück, finden wir in den Paulusbriefen. Aber die Evangelien sind ja unabhängig voneinander entstandene Quellen mit sehr vielen Widersprüchen, die trotzdem an einigen Punkten
konvergieren. Und insofern haben wir, denke ich, historisch ist es viel wahrscheinlicher. Und es geht immer um Wahrscheinlichkeit. Sie haben gesagt, ich kann es nicht beweisen. Beweisen kann ich es nicht. Nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass aus der Vielzahl der verschiedenen Quellen, die über Jesus uns etwas erzählen, aus dem ersten und frühen zweiten Jahrhundert zu schließen ist, dass er als historische Gestalt gelebt hat, diese Wahrscheinlichkeit ist um viele, viele, viele Maßen höher als die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein mythologisches Wesen handelt, das sekundär innerhalb von wenigen Jahrzehnten mythologisiert worden wäre. Das ist so unwahrscheinlich, dass ich es wirklich nicht für plausibel halten kann. Reden wir jetzt mal über die Evangelien, Herr Wengst. Sind Sie für sich eine... lassen Sie Herrn Wengst mal jetzt... Wir kommen alle noch zu Wort. Sind diese Evangelien eine stichhaltige Quelle, wenn es darum geht, etwas über Jesus zu erfahren? Sind sie vielleicht die stichhaltige Quelle? Also in meinen Augen sind die Evangelien die einzig relevante Quelle über Jesus. Dass sie sich auf einen Menschen beziehen, einen jüdischen Menschen, der zu bestimmter Zeit mit bestimmtem Schicksal, mit dem Tod am Kreuz unter dem Präfekten Pontius Pilatus erlebt und gestorben ist, dass sie sich darauf beziehen, leitet gar keinen Zweifel. Also sie selber lassen das als ganz selbstverständlich erkennen, dass sie sich auf eine konkrete Geschichte beziehen. Selbstverständlich sind sie Glaubenszeugnisse. Und die Frage wäre dann, wie viel, das ist dann der Streit mit Frau Merz, aber an dem Punkt, das habe ich mit ihr überhaupt keinen Streit. Die Frage ist dann, wie viel man an historisch genauem und zuverlässigem im Einzelnen über ihn. Was würden Sie sagen? Wie viel daran ist Mythos, wie viel ist Wahrheit? Wie viel ist Glaubenszeugnis, ich würde, wie viel ist Geschichte? Ich würde die Frage nicht alternativ stellen zwischen Mythos und Wahrheit, sondern würde dann die Frage der Wahrheit im Mythos auch stellen. Die Frage ist doch, was wir jetzt als wirklich ansehen. Ob wirklich nur das wirklich ist, was sich als historische Faktizität erweisen lässt, oder ob es nicht auch eine andere Ebene von Wirklichkeit gibt. Das ist jedenfalls die, auf die die Evangelien aus sind. Die Evangelien haben in ihrem Erzählen Teil am biblischen Reden, am biblischen Erzählen als ein Erzählen von konkreter Geschichte, die aber mit Gott zusammen gedacht wird. Das ist ihr Interesse des biblischen Erzählens und auch des Erzählens der Evangelien. Die haben nicht das Interesse, protokollarisch zutreffende Auskünfte über den Menschen Jesus zu geben, sondern sie stellen diese Geschichte dar in der Dimension Gottes. Und diese Dimension können sie nur deutlich machen, indem sie legendarisch erzählen. Gut, dennoch interessiert uns ja der historische Jesus, der in den Evangelien aufscheint. Gehen wir doch mal durch. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Wer von den Vieren bildet denn den historischen Jesus Ihrer Ansicht nach am besten ab, Herr Detering? Keiner. Das hängt auch damit zusammen, dass für mich die Evangelien keine Augenzeugenberichte sind, dass die Evangelien auch sehr spät entstanden sind. Sagen wir noch mal für unsere Zuschauer, wie viel später entstanden sind. Also wenn Jesus um 30 gestorben und auferstanden ist, dann sind sie also am Ende des ersten Jahrhunderts entstanden. Was weiß ich, also 70 Jahre später ungefähr. Genau. Ne? Das Problem ist dabei natürlich auch, dass die Evangelien möglicherweise sogar noch später entstanden sind. Denn als Indiz dafür, dass die Evangelien am Ende des ersten Jahrhunderts entstanden sind, benutzen wir im Allgemeinen zwei Leuchttürme, Ignatius, die Ignatius-Briefe und den ersten Clemens-Brief. Und ob diese Schriften tatsächlich echt sind, das ist immer noch sehr umstritten. Mein Lehrer Walter Schmidt beispielsweise hat die Ignatius-Briefe sämtlich für unecht gehalten und auch der erste Clemens-Brief steht im Verdacht, unecht zu sein. Das bedeutet mit anderen Worten, dass also theoretisch es auch möglich ist, die Evangelienentstehung in das zweite Jahrhundert zu setzen. Irenäus von Lyon ist der Erste, der einen Vier-Evangelien-Kanon kennt. Das muss man einfach mal festhalten. Und was davor war, das ist mehr oder weniger alles Spekulation. Und nur noch so viel jetzt zu den Evangeliennamen. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, da weiß man ja auch, dass diese Namen
erst später hinzugefügt wurden, möglicherweise auf irgendwelche anonymen Schriften. Denn man hatte auf diese Weise versucht, die Schriften, also die Evangelien, in die apostolische Zeit praktisch zu transportieren, aus diesem und daraus Augenzeugenberichte zu machen, indem man sie also fälschlich unter dem Namen dieser Apostel bezeichnete. Ja, da ist eine Menge Zweifel, Herr Wengs, was die Evangelien betrifft. Wie wurden sie geschrieben? Wann wurden sie geschrieben? Vor allen Dingen, warum? Und sind es Fälschungen? Es ist die Frage, was man unter Fälschung versteht. Also wenn Fälschung meinen sollte, dass man, oder wenn das Kriterium ist, dass protokollarisch exakt berichtet wird, was tatsächlich geschehen ist, dann stimmen die Evangelien einfach nicht überein. Das ist aber auch nicht ihr Bier. Die haben ein ganz anderes Interesse, die Verfasser. Und ich denke, von der zeitlichen Ansetzung her, braucht man nicht den ersten Clemensbrief und die Ignatius-Briefe, das sind Hilfsargumente, sondern aus den Evangelien selbst, was sie an sozusagen zeitgeschichtlichem Kolorit erkennen lassen, denke ich, lassen sich alle vier Evangelien in die Zeit zwischen 70 und 100, also 70 als das Jahr der Tempelzerstörung und 100, das ist nicht ganz so sicher, aber da wir ja auch Handschriftenfunde haben, die relativ alt sind, die schon das Schema haben, was dann auch die späteren auch Handschriften 2., 3. Jahrhunderts haben, die dieselbe Technik der Abkürzungen, das spricht dafür, dass man wirklich 100 grob gesagt als Terminus angeben Zwischenfrage kann. Zwischenfrage eines wissenwollenden Unkundigen. Wenn sie um 100 entstanden sind, können... Zwischen 70 und 100. Gut, aber kann das dann überhaupt aus biologischen Gründen einer der Jünger Jesu gewesen sein? Nein, das vertritt auch kein Neutestamenter, keine Neutestamenterin, dass das Leute sind, die aus der zweiten oder dritten Generation sind, die sich aber auf Traditionen beziehen und die nicht den leisesten Zweifel bekunden, dass der Mensch, über den sie schreiben, nicht existiert hätte. Dass das reine Mythologie wäre. Also von daher nochmal ist Ihr Interesse, und das macht Sie eigentlich auch spannend, alle vier, und da würde ich nicht fragen, welches Evangelium ist näher an der historischen Wahrheit, sondern jedes Evangelium hat sein eigenes Profil, weil Sie eben diesen Jesus nicht als einen einmal gewesenen und leider tragisch umgekommenen darstellen, sondern weil sie aufgrund des Auferstehungsglaubens sie ihn als einen lebendig Gegenwärtigen in ihre Gemeinden reinschreiben und damit auch Erfahrungen ihrer eigenen Zeit mit in die historische Darstellung reinbringen. Und darum finde ich viel spannender als die Rückfrage nach einem historischen Jesus, die auch die historische Rückfrage nach den Evangelien in ihrer unterschiedlichen Profilierung. Das können wir gerne mit aufnehmen, aber zunächst doch mal, wenn wir uns mit den Evangelien beschäftigen, und das wollen die Menschen ja wissen, die Inhalte der Evangelien, und ich sage jetzt einfach mal, die Wunder, die nach den Evangelien Jesus vollbracht hat oder vollbracht haben soll, ich nenne jetzt mal Stichwort übers Wasser laufen, aus Wasser Wein machen, Kranke heilen, Legende oder Wahrheit? Man muss da wirklich differenzieren. Dass Jesus ein Wunderheiler gewesen ist, der weithin in Palästina dafür berühmt war, dass er Kranke heilen konnte und Dämonen austrieb. Und das sind zwei unterschiedliche Kategorien auch, Kranke und dämonisch Besessene. Dafür haben wir viele Zeugnisse und sogar auch außerbiblisch die wenigen Notizen, die wir da haben, nehmen darauf Bezug. Krankenheilungen und Dämonenaustreibungen kann man ganz sicher dem historischen Jesus zuschreiben. Damit steht er im Übrigen auch in einer Reihe mit anderen jüdischen Exorzisten des ersten Jahrhunderts. Das ist also etwas, das wir kulturgeschichtlich auch verorten können, wo es auch Vergleichsmaterial gibt. Das ist für Historiker immer wichtig, dass man auch Analogien hat. Mit den sogenannten Naturwundern ist es eine andere Sache. Er ist sicher nicht übers Wasser gelaufen. Das wird ein Historiker jedenfalls als historische Aussage, verifizierbar, empirisch verifizierbare Aussage, nicht konkludieren können. Da muss man sich fragen, was steckt dahinter? Eine Möglichkeit ist, es steckt dahinter die Überzeugung, dass Jesus göttlich ist, Gott
Das ist eines der Attribute, die Gott gegenüber Menschen hat, ist, dass er über das Meer schreitet, über das Meer gebietet, schon im Alten Testament. Andere Interpretationen, die man gegeben hat, es sind Ostererscheinungen, die hier verarbeitet sind auf dem Wasser. Wir wissen das nicht. Es wird in diesem Medium einer solchen Wundergeschichte etwas ausgesagt über den Glauben an Jesus. Aber das Entscheidende ist, dass man durch Vergleich der Quellen und eben auch sie in ihrem historischen Kontext zu verorten, begründete Aussagen darüber machen kann, dass Jesus Wunderheiler gewesen ist. Was jetzt noch interessant ist, um ihn zu unterscheiden von anderen Wunderheilern aus dem ersten Jahrhundert, ist, welche Deutung hat er den Wundern gegeben? Und da ist ganz entscheidend nach einem relativen Konsens der historischen Jesusforschung, dass er sie als Zeichen der anbrechenden Gottesherrschaft gedeutet hat. Er hat gesagt, wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes bei euch angekommen. Es ist wahrscheinlich für Jesus' Selbstverständnis und für sein Verständnis von der Gottesherrschaft sehr entscheidend gewesen, dass da ganz real irdisch Heil geschah, Menschen gesund wurden. Vielleicht so viel zunächst. Was wir ja in allen vier Evangelien finden, ist ja das Stichwort Auferstehung Jesu. Auferstehung Jesu. Ist das nur Theologie? Was ist daran in der Entstehung dieser Schriften in Sachen Auferstehung? Was ist daran Geschichte? Frage ich Sie alle. Ja, dann habe ich jetzt vielleicht Gelegenheit, noch mal meinen Ansatz an dieser Stelle ein bisschen zu erklären. Also gerade was das Thema Auferstehung betrifft, ja. Wir wissen ja, obwohl das eine Zeit lang auch bestritten wurde, dass es in der Antike sterbende und auferstehende Gottheiten im Umfeld des antiken Christentums gegeben hat. Attis, Adonis, Osiris oder wie sie alle heißen, alle waren ja doch auf ihre Weise, hatten auf ihre Weise ein ähnliches Schicksal im Kern wie der Jesus der Evangelien. Und im Übrigen auch waren diese Auferstehungsfeiern und Klagetage in der Antike über den ganzen Mittelmeerraum verbreitet. Und ich meine, dass tatsächlich das Christentum, das frühe Christentum, angeknüpft hat an diese sterbenden und auferstehenden Gottheiten und daraus einen ganz eigenen Mythos geformt hat in Kombination mit dem gnostischen Mythos vom Himmel kommenden und zum Himmel steigenden Erlöser. Und dieser ganz eigene Mythos, den das Christentum hier gebildet hat, war zunächst noch ohne zeitliche Fixierung. Ja, da ist dann später, in späterer Zeit, die Historisierung dazugekommen. Die Historisierung hat hier eingesetzt und hat dann diesen Mythos auch in ein geschichtliches Faktum verwandelt. Der antike Mythos hat eben halt immer diese Schwerkraft, das kann man auch beim Osiris-Mythos beobachten. Auch da gesellt sich dann an den Rändern Historisches mit hinzu. Er hat diese Schwerkraft, historisch zu werden. Und das ist hier im christlichen Mythos auch geschehen. Ich wollte mit anderen Worten eigentlich auch nur eines sagen, dass es durchaus möglich ist, eine plausible Erklärung der Entstehung des Christentums auf dieser mythologischen Grundlage zu geben, dass wir nicht zwingend davon ausgehen müssen, dass also der Kern der historische Jesus gewesen ist, der dann eben mit verschiedenen christologischen Prädikaten behängt wurde und dann, wie Theologe Zahn das ausgedrückt hat, zur zweiten Person der Gottheit emporgejubelt wurde, sondern Es gibt eine andere Möglichkeit zur Erklärung dieses Phänomens. War die Auferstehung Jesu also eine bewusst von den Aposteln, den vier Verfassern, formulierter Mythos? Nein, also ich glaube von dem kein Wort, was Herr Edering eben gesagt hat. Das Neue Testament ist so eng mit dem Alten Testament verbunden, also der jüdischen Bibel. Es ist einfach ein Anachronismus, wenn man für die neutestamentliche Zeit von Neuen Testament und Alten Testament spricht. Das ist meine Lernerfahrung der letzten 20, 30 Jahre, dass die meisten Schriften des Neuen Testaments, jedenfalls alle die, die im ersten Jahrhundert geschrieben worden sind, von Haus aus gar keine christlichen Schriften sind,
sondern jüdische. Von Haus aus jüdische Schriften, weil es im ersten Jahrhundert noch gar kein Christentum gab. Jesus war Jude und seine Anhänger waren auch Jüdinnen und Juden. Und die Verfasser der meisten Schriften des Neuen Testaments, jedenfalls der im ersten Jahrhundert, waren entweder Juden oder eben vielleicht der Lukas in Gänsefüßchen, wieso wir den fast als dritten Evangeliums nennen, der war vielleicht ein Nicht-Jude, aber einer, der jüdisch sozusagen gelernt hatte, einer von den sogenannten Gottesverehrenden, die ja auch durch Inschriften in der Antike da sind. Und da ist ein so enger Zusammenhang, dass die Schriften des Neuen Testaments basieren ganz und gar auf der jüdischen Bibel, haben sie als ihren Sprachraum, mit dem sie sprechen. Und von daher muss man auch für die Auferstehung nicht irgendwelche Mythen herbeiziehen, sondern kann das viel plausibler aus der jüdischen Tradition her verstehen. Von dem analogen Schicksal der makkabäischen Märtyrer, die 2. Makkabäer 7 beschrieben werden, wo sich dann die Hoffnung ausgedrückt wird, dass die hier brutal umgebracht werden, von Gott auferweckt werden. Und wo auch deutlich ist, dass die Frage der Auferweckung nicht von daher kommt, weil man gerne ewig leben möchte, sondern weil es um die Frage der Gerechtigkeit geht. Da hat sozusagen Gott noch was gut zu machen an deren Schicksal. Und das Schicksal Jesu ist da ganz analog. Und da haben dann die Zeugen, durch was immer veranlasst, Paulus als einer, der das als eigenes Erleben beschreibt, deutet das immer nur kurz an, eine Erscheinung, dass er was erfahren hat. Die setzen sozusagen noch eins drauf, indem sie nicht die Aussage machen, Gott wird ihn auferwecken, sondern Gott hat ihn auferweckt. Und das halte ich für den Grundsatz des Neuen Testaments, von dem aus die Schriften im Ganzen bestimmt sind. Und das nicht, dass der liebe Gott an einem Mal gezeigt hat, dass er sowas machen kann, einen Toten lebendig, sondern als Anfang neuer Schöpfung. Und das war es dann auch, was diese Verkündigung attraktiv gemacht hat, weil offenbar in dieser Gemeinschaft schon was von neuer Schöpfung erfahren worden ist, im grenzüberschreitenden Verhalten miteinander. Also eine von Menschen geschriebene, gemachte Hoffnung. Vielleicht, wenn Sie ganz kurz darauf antworten wollen, Herr Sitte, weil Sie sind angegriffen worden. Ja, naja, ich meine, wenn Sie mit solcher Sicherheit Jesus im Judentum verorten. Wo denn sonst? Ja, nun gut und schön, das gibt auch andere Möglichkeiten, das wissen Sie ja auch die Bergpredigt, die kann ja auch ganz anders gedeutet werden, als Sie das machen, also verstoisch, kühnischem Hintergrund beispielsweise. Ja, da gibt es ja auch Alternativen, die sind in Amerika etwas verbreiteter als hier bei uns, aber die gibt es. Und das hat ja auch lange seine Tradition gehabt. Nur was ich jetzt sagen wollte, wenn man jetzt Jesus so mit solcher Sicherheit im Judentum verortet, ich rate doch wirklich dazu, erst einmal zu prüfen, ob er denn überhaupt hier in unserer menschlichen Geschichte verortet werden kann. Denn blicken wir doch mal auf die Evangelien, die lassen durchaus Zweifel daran, jedenfalls für uns moderne Menschen. Die Evangelien beginnen mit der, nicht das Markus-Evangelium, aber Matthäus und Lukas, mit der Jungfrauengeburt. Jesus wandelt auf dem Wasser, er heilt, er hat die beneidenswerte Fähigkeit, Wasser in Wein zu verwandeln und er wird in den Himmel aufgehoben. Um hier draus einen Menschen zu machen, muss man doch erst einmal all diese Dinge abziehen. Ja, und das ist dann eben die berühmte Subtraktionsmethode, derer sich die Theologen bedienen. Ja doch, lass mich genau jetzt ruhig ausreden, das muss ich eben zu Ende reden noch. Die Subtraktionsmethode, alles, was irgendwie mythisch, was irgendwie übersinnlich, was ich weiß nicht was ist, das wird abgezogen, um auf diese Weise zum Menschen Jesus zu gelangen. Und das ist in meinen Augen, das muss ich einfach sagen, die reinste Willkür. Ja, in ähnlicher Form könnte beispielsweise auch ein Märchenforscher sagen, das Märchen Rotkäppchen ist historisch. Ja, wir nehmen jetzt nur mal hier den sprechenden Wolf weg. Wir nehmen die Sache mit der Großmutter im Bauch des Wolfes weg. Und das Mädchen mit dem roten Sammetkäppchen allerdings, das ist historisch. Nicht anders, das ist verhält nicht sich meine Zugangsweise. Ja. Die Substanzweise mache ich überhaupt nicht. Sondern die Evangelisten setzen ganz selbstverständlich voraus, dass es sich um diesen Menschen handelt. Aber sie wollen ihn von vornherein in der Dimension Gottes darstellen. Sie wollen deutlich machen, dass in Reden, Handeln und Erleiden dieses Menschen kein geringerer als Gott selbst, wie in der jüdischen Bibel bezeugt wird, zum Zuge kommt. Und dazu
kommt dann all das, was Sie meinen, was man abziehen müsste, wenn man historisch fragt. Wenn man historisch fragt, muss man es abziehen. Ich frage nicht in dieser Weise historisch. Ich nehme die Voraussetzungen der Evangelien ernst, dass es um diesen Menschen geht, den Sie eben mit Ihrer Darstellung in die Dimension Gottes stellen wollen, weil sie Glaubenszeugnisse sind. Frau, können Sie in diesem Streit vermitteln oder wollen Sie das überhaupt? Vielleicht ein kleines bisschen. Was die mythologischen Elemente angeht, da denke ich, kann man durchaus abziehen, subtrahieren. Das muss man auch, wenn man die Geschichte Alexanders des Großen schreiben möchte, der nämlich auch von Apollo gezeugt wurde. Und das berichten Sveton und andere ernstzunehmende Historiker. Das heißt, man muss die Jesus-Überlieferung wirklich als das nehmen, was sie ist. Natürlich, wir haben Evangelien, die Einheiten sind, aber in denen sind, Sie sagten das schon, ältere Traditionen verarbeitet. Und bei diesen Traditionen muss man einfach differenzieren. Die Kindheitsgeschichten und die Geburtsgeschichten liegen auf einer ganz anderen Ebene, wie bei Alexander dem Großen, auf einer ganz anderen Ebene als zum Beispiel die Überlieferung von Jesu Lehre. Wie kommt das? Als Jesus lehrte, waren seine Jüngerinnen und Jünger dabei. Die haben das auch über den Ostergraben hinaus dieselbe Verkündigung fortgesetzt. Das heißt, sie wussten, was sie sagten. Und da finden wir dann auch im Kern viel mehr Quellenmaterial, das wir kritisch vergleichen können und wo wir versuchen können, konsensfähigen Aussagen zu kommen. Bei der Geburt war von den späteren Anhängerinnen und Anhängern niemand dabei. Da hat man also ein Wissensvakuum aufzufüllen. Zwischenfrage, was unser einem so auffällt, wenn er sich damit beschäftigt, dass Jesus ans Kreuz genagelt worden ist. Ja. Diesen Passus finde ich ja nur bei Johannes, bei den anderen Evangelien nicht. Die erwähnen solche Nägel mit keinem Wort. Hatte Johannes mehr Informationen? Na, er hat vielleicht einfach nur drastischer abbilden wollen, was man wusste, wie römische Kreuzigungen passierten. Man hat in Palästina einen Gekreuzigten aus dem 1. Jahrhundert gefunden, den sogenannten Gekreuzigten von Gifhatar Miftaufs oder so. Da hat man den Nagel noch im Knochen. Wir können davon ausgehen, würde ich mich darauf verwetten, ob das in diesem Fall passiert ist. Wissen wirklich können wir das nicht, aber sehr oft kann uns tatsächlich zeithistorisches Wissen helfen, Lücken, die die Quellen uns niemals erklären werden, doch imaginierend anzufüllen. Und ich weiß, dass Sie enorm polemisieren gegen das Imaginisieren, aber ich denke, dass Historikerinnen und Historiker oft nicht anders können und dann doch zu relativ plausiblen und mehr nicht, aber doch relativ plausiblen Aussagen kommen. Insofern würde ich sagen, Johannes hat es vielleicht nicht mal gewusst, aber er wusste und wollte deutlicher einfach aufschreiben, was geschah. Nun hat ja auch Papst Benedikt in seiner Eigenschaft als Theologe alle Evangelien untersucht, die Unterschiede weggelassen und einen harmonischen Jesus gefunden. Zitat Josef Ratzinger, eine historisch sinnvolle und stimmige Figur. Kann man dem zustimmen, Herr Wengst? Also in meiner Perspektive hat der Papst, ehemaliger Papst, hier im Blick auf die historische Jesusfrage einen Trick gemacht. Er hat alle Evangelien harmonisierend zusammengelesen und behauptet, das wäre der historische Jesus. Und damit die Widersprüche, die in den Quellen da sind, die eben eine ganz andere Intention haben, glatt gebügelt. In meinen Augen liegt er im selben Spital krank wie die übrigen historischen Jesusforscher. Und das ist mir deutlich geworden an dem, was er seinen Konstruktionspunkt nennt. Er sagt ausdrücklich, sein Konstruktionspunkt ist eine behauptete, besonders enge, intime Beziehung zwischen dem Menschen Jesus und Gott.
Und das ist nicht der Konstruktionspunkt der Evangelien. Die Evangelien haben einen anderen Konstruktionspunkt. Die haben ihren Ansatz beim Glauben, dass Gott diesen Hingerichteten von den Toten auferweckt hat. Und von daher stellen sie seine Geschichte je unterschiedlich dar. Und jede historische Jesus-Suche, auch die des Papstes, geht hinter diesen Konstruktionspunkt der Evangelien notwendig zurück und hintergeht damit theologisch das, was Grundsatz der Evangelien ist. Darf ich aber das Hintergehen etwas sagen? Weil das ist auch so ein Wort, das ist so negativ, als ob man den Evangelien nicht gerecht würde, wenn man sie auch historisch befragt. Und ich finde, ich bin die Erste, die Evangelien auch theologisch lesen möchte und auch darüber predigen möchte, aber man hintergeht einen Text, der in einer bestimmten Zeit geschrieben wurde. Man hintergeht ihn nicht, wenn man ihn auch befragt auf das, was er an Rückschlüssen ermöglicht, auf die Zeit, in der er geschrieben ist und auf die Person, über die er geschrieben ist, meiner Meinung nach. Okay, aber dann sollte man wissen, was die Evangelien als historische Quellen leisten. Vielleicht können wir dann darüber ein Stück streiten. David Friedrich Strauss, der 1835 in seinem ersten Leben Jesu, in den späteren hat er es nicht mehr so gut gemacht, da ist er rückfällig geworden aufgrund biografischer Erfahrungen. Er hat in seinem ersten Leben Jesu wirklich eine durchgehende Evangelienkritik unter historischer Frage, rein historischer Fragestellung durchgeführt und hat dann als einigermaßen wahrscheinlich oder auch hochwahrscheinlich das dürre historische Gerüste des Lebens Jesu gefunden. Was ungefähr dem entsprach, was Sie auf die erste Frage von Herrn Knob geantwortet haben. Finde ich voll okay. Das kann man wirklich mit gutem Gewissen sagen, was man da rausgefunden hat, vielleicht auch noch das eine oder andere. Aber so wie Sie weiter fragen, finden Sie sich doch in einem irren Streit von Meinungen und eine wahnsinnigen Vielfalt unterschiedlichster Jesusbilder. Und jetzt spitze ich noch mal zu und sage, der historische Jesus, wie er von der Wissenschaft herausgefunden wird, ist ein Wechselbalg. Ha, darüber wollen wir jetzt mal reden. Aber vorher hätte ich gerne noch mal Herrn Detering gehört als Zwischenfazit. Wenn der Jesus aus den Evangelien, so verstehe ich Sie, blanker Mythos ist, keine handfeste historische Figur, ist dann auch das frühe Christentum auf einem reinen Mythos beharrend und nicht auf einer nachvollziehbaren Wirklichkeit? Ja, sicher. Warum auch nicht? Es hat, wie ich ja schon sagte, antike Mysterienkulte gegeben. Ich habe den Attiskult zum Beispiel auch erwähnt in Rom. Da gab es in diesem Attiskult Klagefeiern und Auferstehungsfeiern, die sogenannten Hilarien. Und diese Feiern, die fanden interessanterweise auch zur Frühjahrsnacht und Tag gleiche statt, also zu eben der Zeit, in der dann später die Christen Ostern und Karfreitag feierten. Und ich meine, das sind doch alles Bezugspunkte, die kann man nicht einfach so außer Acht lassen. Da muss man doch auch mal ein bisschen drüber nachdenken. Und das vermisse ich allerdings hier bei den Theologen doch sehr. Ich fühle mich da inzwischen auch hier natürlich ein bisschen in der Minderheit, dass dieser Standpunkt überhaupt geprüft wird, dieser mythologische Standpunkt. Ich meine, es gibt ja im Grunde eigentlich nur zwei oder drei. Um das Phänomen Jesus zu erklären, gibt es drei Möglichkeiten. Einmal den biblizistischen Ansatz, da brauchen wir hier jetzt gar nicht weiter drüber zu reden. Da ist also sind die Evangelien Wiedergabe eines historischen Geschehens. Dann gibt es ihren Ansatz, das ist der, es hat einen Kern gegeben, einen Zimmermannssohn aus Nazareth, der nochmal zahnd hochgejubelt wurde zur zweiten Person der Gottheit. Dann gibt es aber auch noch den dritten Ansatz und den möchte ich doch einfach nur noch mal wieder ins Gespräch werfen und da möchte ich auch das einfach mal Theologen sich damit stärker auseinandersetzen, dass am Anfang ein Mythos war und dieser Mythos historisiert wurde. Warum wird dieser Ansatz in den theologischen Diskussionen nicht berührt? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen, weil es an das Eingemachte geht, weil es letztlich darum geht, dass hier theologische Grundfesten dadurch erschüttert würden, durch das Fazit, einen historischen Jesus hat es nicht gegeben. So, Stichwort Wechselbalg. Jetzt reden wir mal über die nichtchristlichen Quellen in Sachen Jesus, die römischen und jüdischen Quellen und andere Quellen. Was sagen die uns denn, Frau Merz? Was scheint da auf? Na, die sind sehr knapp und sie bestätigen im Grunde die Basisfakten.
Ich bin überhaupt nicht der Meinung wie Herr Detering, dass die meisten dieser Quellen gefälscht sind. Also ein Tacitus, glaube ich, der hat genau das aufgeschrieben, was er... Was sagt uns Tacitus? Sagen wir es mal unseren Zuschauern. Das unter dem Prokurator, das ist ein Fehler, das war nämlich ein Präfekt Pontius Pilatus in... Zu seiner Zeit war es, hießen sie Prokurator und darum macht das. Gekreuzigt wurde und, ja, helfen Sie mir eben, was sagt er noch? Es reicht. Er bringt es im Kontext der Christenverfolgung, der neronischen Christenverfolgung. Also der Autor dieses Irrglaubens oder Wahnglaubens oder Wann Aberglaubens. Wann hat Tacitus das geschrieben? Na, irgendwann, 115. Beginn des zweiten Jahrhunderts. Was haben wir noch? Wir haben Josephus und bei Josephus ist die interessante Quelle, die über Jakobus, den Bruder des sogenannten Christus, schreibt. Denn die ist nicht der Fälschung oder der Interpolation verdächtig und zeigt, dass Josephus auch an früherer Stelle in seinem Geschichtswerk über diesen sogenannten Christus geschrieben hat. Die Stelle, wo das passiert, ist in der Tat wahrscheinlich durch christliche Abschreiber dann ausgestaltet und überhöht worden. Insofern ist es schwierig, darauf zurückzukommen. Und haben wir noch eine Quelle? Wir haben Sveton, wir haben Plinius über die ersten Christen, dass sie Christus als ihrem Gotte Gesänge darbringen. Wir haben möglicherweise einen syrischen Autor, Marabasarapion, um 70, etwas kurz nach 70. Es sind alles Quellen, von denen man nicht beweisen kann, dass sie unabhängig von den christlichen Quellen stehen. Denn sie haben alle von Jesus wahrscheinlich über Christen gehört. Jedenfalls kann man nichts anderes beweisen. Insofern, Josephus ist vielleicht der Einzige, der es möglicherweise hatte, aber da liegt ist die Quellensituation komplex. Trotzdem, es gibt vor allen Dingen keinen einzigen antiken Autor, der bestreitet, dass Jesus gelebt hätte. Das bedeutet überhaupt nichts. Niemand hat bestritten. Nein, das bedeutet gar nichts. Ich möchte nur eins sagen, die Quellensituation ist wesentlich dramatischer, als Sie die eben dargestellt haben. Josephus wird ja meistens immer so als der Hauptzeuge benutzt. Sie sprachen jetzt dieses Holigomenos Christos an. Das war für einen Kopisten ein leichtes, einen Federstrich hier hinzuzufügen, der sogenannte Christus. Man muss ja auch immer vor Augen haben... Also Sie meinen, das ist gefälscht? Das ist ja selbstverständlich, wurde das interpoliert. Alle haben ebenso gefälscht, nur die Evangelien. Ja, naja, aber es wurde doch so viel interpoliert. Sie rücken zum Beispiel doch auch von dem Testimonium Flavianum ab. Das Testimonium Flavianum spricht von dem weisen Menschen Jesus. Von dem weisen König der Juden spricht es. Nee, von dem weisen König der Juden. Es nennt den Namen Jesus nicht. Das ist jetzt Marabasarapion, wenn mich alles täuscht. Ja. Ich hatte eben von Josephus gesprochen. Entschuldigung, von Josephus. Dem weisen Mann. Ja, Entschuldigung. Genau, von dem weisen Mann. Also dieses Zeugnis wäre doch also für frühchristliche Väter, für Justin, für Hippolyt, für Origenes, für Apologeten und so weiter sehr geeignet gewesen, um das Christentum auch publikumswirksam zu verkaufen. Ja, hier sagt ein Jude wie Josephus, spricht hier also von dem weisen Mann Jesus. Aber diese Zeugen, also hier Justin, also diese Kirchenväter, Entschuldigung, sprechen gar nicht von dem Zeugnis des Josephus, sondern dieses Zeugnis wird erst bei Eusebius im 4. Jahrhundert. Sie es möglicherweise gar nicht kannten. Warum müssen die einen apokryphen jüdischen Historiker kennen? Warum kannten sie das noch nicht? Das wollte ich ja jetzt gerade sagen. Stichwort Apokryphe und Stichwort Wechselbalg, Herr Wenks. Wir haben ja noch nicht über die sogenannten Apokryphen Evangelien gesprochen. Und die Stichhaltigkeit der Quellen, über die wir jetzt diskutieren, da fehlt noch Ihre Position. Also man wird nicht aus den antiken Quellen, da kann ich nur Frau Merz zustimmen, rausschließen, mit Sicherheit sagen können, da haben wir es jetzt. Sondern die haben ihre Informationen über Christen. Aber ich halte es für wesentlich, dass keiner von denen auf die Idee kommt, auch nur den leisesten Zweifel zu haben, dass es diesen Jesus gegeben hat und dass er unter Pontius Pilatus hingerichtet worden ist. Das finde ich schon mal einen wichtigen Punkt, der festzuhalten ist, gegenüber der Annahme, dass das ein Mythos wäre.
Und es ist eine überaus schändliche Todesart. Ja. Ja. Das ist eigentlich nichts, dass man das erfinden sollte als christliche Gemeinschaft, ist total unplausibel. Dann gibt es die sogenannten apokryphischen Evangelien. Wer war denn da der Autor? Wer waren die Autoren und was ist davon zu halten? Nichts. Es handelte sich dabei um christliche Autoren, deren Schriften sind zum Teil zur selben Zeit entstanden wie die kanonischen Schriften, also die Evangelien, doch. Hier Oden Salomos zum Beispiel, das Petrus-Evangelium wird von manchen Autoren sogar früher datiert als unsere Passionsgeschichte. Ach du lieber Himmel. Es sind christliche Autoren, die allerdings, das ist natürlich richtig, da haben Theologen wie Sie dann Probleme damit, wiederum einen mythologischen Jesus uns präsentieren und keinen geschichtlichen. Einen doketischen Jesus im Scheinleib, ja, oder zum Beispiel einen Jesus wie in den Oden Salomos, der zunächst überhaupt gar nicht Jesus heißt, sondern nur Christus und dessen irdisches Erscheinen sich offenbar auch nur auf Sterben und Auferstehen reduziert. Ich würde das Thomas-Evangelium gerne noch ins Gespräch bringen, denn wenn es unter den apokryphen Evangelien eines gibt, das möglicherweise doch auch unabhängige Traditionen bewahrt hat, dann ist es das. Und das ist ein Evangelium, das die Worte Jesu in einer gnostischen Relektüre, in einer gnostischen Erinnerung, die so wie die Evangelien durch verschiedene Phasen der Erinnerung und des jeweils Updatens der Erinnerung hindurchgegangen ist. Aber da hat man etwas vor sich, eine Schrift vor sich, die interessant ist, insofern als sie eine Sammlung von Worten Jesu ist, wie wir sie auch für eine der Quellen der kanonischen Evangelien vermuten können, die Logienquelle Q, die von Matthäus und Lukas verwendet worden ist. Und das ist einer der Gründe, warum wir davon ausgehen können, dass die Evangelien, auch wenn sie vielleicht etwas nach 70 oder so aufgeschrieben wurden, durchaus auch schriftliche Quellen hatten, die doch einige Jahrzehnte, zwei, drei Jahrzehnte noch zurückführen. Und die Logienquelle ist dafür eine hypothetische Quelle, zugegebenermaßen. Aber es gibt so viele wörtliche Übereinstimmungen zwischen Matthäus und Lukas, die aus anderen Gründen doch als unabhängige Evangelien betrachtet werden müssen, dass man dies für im Allgemeinen die bei weitestem überzeugende Theorie hält. Und das Thomas-Evangelium wäre dann eine gnostisch weiterentwickelte Form dieser selben Art eines urchristlichen Evangeliums, das nicht am Leben Jesu, sondern an seiner Lehre interessiert war. Aber die bloße Existenz von Jesus' Worten, die bedeutet doch noch nicht, dass es auch einen historischen Jesus gegeben hat. Wir wissen doch, in den urchristlichen Gemeinden gab es Apostel, in den urchristlichen Gemeinden gab es eben aber auch Propheten. Und was ist denn die Aufgabe sicherlich dieser Propheten gewesen? Diese Propheten haben ein pneumatisches Christus verkündet. Ja, dass dieser Christus ein irdisches Wesen gewesen sei, das ist damit ja schlechthin noch gar nicht gesagt. Sondern ja, warum es ist sollen die sich einen Jesus ausgedacht haben, der aufgehängt worden ist an einem römischen Kreuz und das dem in den Mund legen? Nun, Sie wissen doch auch, das Kreuz ist in der Geschichte des Christentums vielfältig ausgelegt worden. Das ist nicht nur einfach ein Schandmal, sondern das ist auch ein tiefes Symbol, das bei Platon zum Beispiel im Timaios sehr gehaltvoll auch interpretiert wird. Wir lassen diese Position jetzt mal stehen. Natürlich werden wir uns nicht einigen können und wollen. Aber unsere Zuschauer interessiert doch auch bei der Gelegenheit die Zeit, in der Jesus gelebt hat oder überliefert wird. In welche politischen und geografischen Verhältnisse wurde er denn hineingeboren? Wie sah seine Lebenswirklichkeit aus? Ja, das ist eine interessante und auch sehr umstrittene Frage, denn Jesus ist, davon kann man doch wohl ausgehen, in Galiläa aufgewachsen. Das war zu der Zeit ein römisches Klientelfürstentum. Aber die Römer hatten im gesamten Land eigentlich die Oberherrschaft. Und gekreuzigt wurde er dann in Judäa, wo zur selben Zeit ein römischer Präfekt die Leitung hatte. Das heißt, er ist in einem Spannungsfeld hineingeboren, in dem das Land unter römischer Besetzung und Machtmissbrauch litt. Aber die Meinungen unter den Forschern gehen durchaus auseinander, wie viel davon spürbar war im Galiläa des ersten Jahrhunderts.
Ich persönlich habe den Eindruck, wenn ich die Evangelien, die synoptischen Evangelien vor allem lese, was da alles über Arme, Kranke, Bettler und so weiter steht, das gibt uns schon den Eindruck eines Landes, in dem wirklich die Armen enorm unter Druck stehen. Die Reichen, und das sind dann oft auch die Schichten, die mit den Römern und mit ihren Klientelherrschern zusammenarbeiten, profitieren und reicher werden und die Armen ärmer werden. Daraus ergibt sich auch viel von der Botschaft Jesu, wie er sich das Reich Gottes vorstellt, was das inhaltlich bedeutet. Wenn wir das, was wir über Jesus wissen oder zu wissen glauben, vergleichen etwa mit dem Wissen über die Stifter anderer Weltreligionen, Mohammed oder Buddha, ist das mehr oder weniger? Das weiß ich nicht. Auf alle Fälle weiß ich, dass Jesus nicht Stifter des Christentums gewesen ist. Jesus war ein Jude, und bezogen auf ihn hat sich eine jüdische Gruppe gebildet. Und die Menschen, die auch nach seinem Tod an ihn als Auferstandenen glaubten, haben sich als eine Gruppe innerhalb des Judentums verstanden. Und das Christentum entsteht meiner Einsicht nach erst im 2. Jahrhundert, als immer mehr Menschen aus den Völkern zu dieser Gruppe hinzukommen und das Judentum sich nach 70 neu konstituieren muss und sich nicht mehr sehr viele unterschiedliche Gruppen leisten kann in dieser bedrängenden Situation nach dem jüdisch-römischen Krieg, und die sich dann bildende Mehrheit abweichende Gruppen an den Rand drängt, sodass von diesen beiden Seiten her sich im 2. Jahrhundert dann sozusagen das Christentum bildet und sich sofort, und das halte ich auch für seinen Geburtsfehler, als antijüdisch geriert, weil sie sich dann im Gegensatz zum Judentum versteht. Und meine Intention wäre, in der Interpretation der neutestamentlichen Texte ihr jüdisches Profil wiederzugewinnen und ihren Zusammenhang mit der jüdischen Bibel und dem Alten Testament, um damit zu sagen, in der Interpretation der Neutestamentstexte heute ihre antijüdische Wirkungsgeschichte zu beseitigen. Ja. Ja. Ich würde da ganz, ganz weit mit Ihnen mitgehen, ganz sicher, auch was die Entstehung des Christentums im 2. Jahrhundert oder ganz spät im 1. Jahrhundert eigentlich erst betrifft. Aber ich frage mich doch, ob nicht die Frage nach dem historischen Jesus auch eine gewisse Berechtigung hat in dem Zusammenhang, dass auch es um die Frage der historisch angemessenen Darstellung der Gesprächspartner Jesu geht und einer kritischen Hinterfragung der Evangelien in dieser Hinsicht. Und dann frage ich Sie, ob nicht das Matthäusevangelium zum Beispiel schon ein so verzerrtes Bild vom Judentum andeutet, das sich natürlich verstärkt hat dann in der Rezeptionsgeschichte. Aber ist es nur die Rezeptionsgeschichte des Matthäusevangeliums, die antijüdisch ist? Oder sehen wir nicht hier bereits einen Jesus, der im Gegensatz zum Judentum gebracht wird, wo er tatsächlich es um innerjüdische Streitpunkte ging? Jetzt lassen wir dazu erstmal Herrn Detering das sagen. Sie sind sich so einig, dann möchte ich doch ein bisschen Sand ins Getriebe streuen. Ja? Und zwar von Nietzsche gibt es ja diesen schönen Spruch, dass das Christentum dem Judentum die hebräische Bibel, das Alte Testament, unter dem Hintern weggezogen habe. Ja, und ich habe das Gefühl, wenn ich Sie beide so höre, dass heute die gegenteilige Tendenz vorherrscht. Da soll der christliche Jesus durch den jüdischen Jesus, theologischerseits, ersetzt werden. Und da hätte ich doch nun wirklich große Bedenken, denn mit welchem Recht machen Sie das eigentlich? Es ist doch immer so, Sie haben zwar richtig gesagt, die Evangelien knüpfen an das Alte Testament an. In den Evangelien wird Jesus als Jude durchaus dargestellt, vollkommen richtig. Aber auf der anderen Seite ist doch in diesen Evangelien auch eine ganz eindeutige Tendenz zu beobachten, sich vom Judentum abzugrenzen. Jesus beginnt doch nicht mit der jüdischen Lehre, sondern er beginnt mit der neuen Lehre. Und das erregt dann eben auch das Entsetzen seiner Umwelt. Er ist in einem Dauerclinch, natürlich in seiner Antrittsrede, er ist in einem Dauerclinch mit Schriftgelehrten und Pharisäern. Und er wird schließlich auf Geheiß der jüdischen Oberen, jedenfalls so die Evangelien, gekreuzigt. Ja, also wenn ich dann vor diesem Hintergrund Jesus theologisch im Judentum verorte, dann kann ich doch genauso gut Martin Luther auch theologisch im Katholizismus verorten. Ja, und genau das muss man auch tun. Ja, eben, genau. Ja. Ja. Ah, ja, auch. Herr das ist eigentlich Bengst, wenn ich was Persönliches fragen darf. Also meiner Forschung über Sie habe ich entnommen,
dass Sie früher auch nach dem historischen Jesus geforscht haben. Aber dann sind Sie davon abgekommen. Was ist daran schuld? Gab es da ein Damaskus-Erlebnis? Kann man so sagen. Ich habe in den 70er Jahren, wo ich so seit 67 ganz stark politisiert worden bin und ja auch von dieser Zeit geprägt wurde, habe ich dann in Seminaren auch nach dem historischen Jesus gefragt und dann mit der Zeit, 78 war das erste Mal, dann auch eine Vorlesung gehalten über den historischen Jesus und war da auch ganz stolz drauf und habe natürlich vorher die Texte intensivst untersucht, literarkritisch, formgeschichtlich, versucht zurückzugehen, nach Authentizitätsbeweisen zu fragen und dann erst ausgelegt. So, die Vorlesung habe ich dann noch ein, zwei, dreimal gehalten, das letzte Mal Anfang 80er Jahre in Bochum. Und ich bekam ein Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Und habe die dann erst mal liegen gelassen und habe sie mir dann etliche Zeit später noch mal phasenweise angeguckt. Und da fiel mir es wie Schuppen von den Augen, den Jesus, den ich nach aller gründlichen Vorbereitung den Studierenden dort vorgetragen hatte, der hatte an der Studentenbewegung teilgenommen. Hat er aber nicht, aber sein Autor. Und das ist das, was ich vorher mit dem Wechselbalch meinte. Also dieses Phänomen der Spiegelung, was zuerst schon Martin Kehler 1892 in seinem grundlegenden Vortrag gesagt hatte, es ist der herreneigner Geist, in dem Jesus sich spiegelt, das lässt sich in der Rückschau immer wunderbar beobachten. Nur wenn man selber gerade dran ist, denkt man, jetzt macht man es richtig. Und man kann sich dem auch nicht entziehen. Denn wenn es darum geht, was plausibel ist, deutlich zu machen, was ist einem denn plausibel, was einem selber am plausibelsten ist, wo das eigene Herz schlägt. Und dann projiziert man sich in den armen Jesus rein. Und das würde ich lieber sein lassen wollen. Und es geht mir um die Auslegung der Evangelien in ihrer Differenziertheit. Und dann auch in der Frage des, sozusagen des Innerjüdischen. Und da muss man sich klar machen, die sind geschrieben in einer Zeit der Auseinandersetzung von jüdischer Minderheit und jüdischer Mehrheit in der Zeit zwischen 70 und 100. Und diese Konflikte, die müssen wir bei der Interpretation der Evangelien wahrnehmen und von daher dann auch Aussagen, die im Kampfgetümmel gemacht worden sind, von der Wahrnahme der eigenen Texte der Mehrheitsseite, wie sich eine reine Tradition zeigt, relativieren und diese andere Seite genauso ernsthaft hören wie die Stimmen in den Evangelien. Also in seiner Jugend stand Herr Wengst an Ihrer Seite, ja. Habe ich den Eindruck vermerkt. Das hat sich dann geändert aufgrund eines Erweckungserlebnisses vielleicht. Oder war es Resignation? Projizieren wir zu viel in Jesus rein? Wir projizieren immer, da bin ich absolut einig mit Herrn Wengst, nur Herr Wengst. Ich glaube, dass es überhaupt nicht hilft zu sagen, dann konzentrieren wir uns doch auf die Auslegung der Evangelien. Denn glauben Sie nicht, dass Sie nicht auch hineinprojizieren Ihre eigenen Erfahrungen und Ihre eigenen Wünsche und Ihre eigenen Dinge in Ihre Auslegung der Evangelien? Wenn ich einen Text lese aus einem Kommentar über ein Evangelium, dann kann ich, wenn ich ein bisschen den Autor kenne, schon eine Vermutung haben, das ist von Wengst und das ist von Bultmann. Und das heißt, wir entkommen dem Problem doch nicht, indem wir die Frage nach dem historischen Jesus sein lassen. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Wenn ich die Evangelien auslege, dann habe ich für alle gleich den für alle selben Text als Grundlage. Das ist auch nicht bei wahr. Bei der historischen Jesus-Suche bastelt sich doch jede und jeder die eigene Grundlage zurecht. Das ist nicht wahr, denn die Evangelien, das wissen wir, und da können auch Sie nicht von abstrahieren, haben eine Tiefendimension. Wir wissen, dass da verschiedene Lagen drin sind, dass da Traditionen aufgenommen sind. Jeder nimmt das mit in seiner Auslegung und darum würde ich sagen, die verschiedenen Bilder des historischen Jesus, die stehen in unserer Zeit neben den verschiedenen Jesusbildern, die aus den Evangelien herausgelesen werden. Und auch das sind immer selektive und subjektive Lesweisen der Evangelien. Menschen können nicht anders, wenn sie Texte lesen und sich mit historischen Phänomenen beschäftigen, als auch ihre eigene Position dabei mit ins Spiel bringen. Ich denke,
dass es im Grundprinzip nicht anders ist. Und das, und dann kommt für mich die Rechtfertigung doch der historischen Jesusforschung, dass wir als Personen der Aufklärung, der Neuzeit, einfach nicht anders können. Ich jedenfalls kann nicht anders, als mich, wenn ich solche Geschichten lese, zu fragen, und wo hat das jetzt einen Anhalt an einer historischen Gestalt und wo sind da allerlei spätere Reflexionen eingeflossen. Gut, Stichwort Aufklärung. Herr Detering, halt, profitiert die Kirche denn davon? Wir müssen so ganz allmählich zum Ende kommen. Profitiert die Kirche eigentlich davon, dass die Quellenlage so überschaubar ist und festigt gerade das vielleicht den Glauben der Gläubigen? Provokant gefragt? Ja, inwiefern, da habe ich jetzt Ihre Frage vielleicht nicht ganz verstanden, sollte die Kirche jetzt davon profitieren, von der klaren Quellenlage oder von der unklaren Quellenlage? Von der unklaren Quellenlage. Das ist durchaus möglich. Das ist durchaus möglich, das glaube ich auch. Aber ich wollte jetzt nur noch mal ganz kurz zu dem, was Frau Merz eben sagte, etwas ergänzen. Und da möchte ich mich dann doch noch mal auf die Seite auch hier von Herrn Wengst schlagen. Na, sehen Sie mal. Frau Merz, Frau Merz, fällt Ihnen das denn nicht selber auf, dass der Jesus in Ihrem historischen Jesus als emanzipatorischer, als frauenfreundlicher, als familienkritischer, als ökonomiekritischer, Vorkämpfer der Frauenbewegung, als ökonomiekritischer, wahrscheinlich auch als ökologischer Jesus, das weiß ich nicht, dass der Ausdruck des Zeitgeistes hier unserer Bundesrepublik in den 80er und 90er Jahren ist? Jede Zeit stellt ihre Fragen und jede Zeit stellt, indem sie ihre Fragen stellt, auch berechtigte Fragen an die Quellen, würde ich sagen. In unseren Evangelien steht in der Tat kaum was über Frauen. Trotzdem war es auch damals so, dass 50% der Bevölkerung Frauen waren, dass Jesus in seinen Interaktionen mit Frauen zu tun hatte und dass wir nur aufgrund der patriarchalen Darstellung der Quellen nur sehr wenig darüber wissen. Wenn wir jetzt geschärft durch eine bestimmte historische Situation neu nach den Quellen schauen und dann mehr sehen, als man bisher gesehen hat, dann ist das nicht nur Projektion, da ist immer auch Projektion, aber über die verschiedenen Phasen der Projektion wird auch Fortschritt in der historischen Erkenntnis meiner Meinung nach erreicht. Das geht in Minischritten, es ist auch oft quellenwenig, da bin ich mit Ihnen eins. Aber es ist kein Zufall, dass inzwischen selbst die konservativsten, fundamentalistischsten Autoren versuchen zu integrieren, was angestoßen durch die feministische Bewegung über Jesus und die Frauen herausgefunden ist. Und irgendwo auf dem Mittelfeld des historisch Plausiblen hat sich auf dem Feld unsere Kenntnis doch erweitert, würde ich sagen. Für mich reicht da, was ich in Evangelien finde. Ihr Schichtenargument gegen meine Aussage, dass in Evangelien der für alle gleiche Textwesen vorliegt, überzeugt mich überhaupt nicht. Natürlich sind die Evangelien nicht in einem Guss geschrieben worden, sondern haben unterschiedliche Traditionen verarbeitet. Aber man muss doch bei einem literarischen Text davon ausgehen, dass der letztverantwortliche Autor das, was er als Gesamtes dann hinstellt, auch als ein Gesamtwerk versteht und als Ganzes ernst genommen werden muss. Das ist der eine Punkt, warum ich das wichtiger finde, nicht nach dem historischen Jesus zu fragen, sondern die Evangelien zu nehmen. Und der andere Punkt ist der mit der Deutung. Wenn Sie nach dem historischen Jesus fragen, nach dem historischen Geschehen, dann haben Sie die Frage, was kommt denn dem tatsächlich Geschehenen, was eben auch nur immer eins gewesen sein, am nächsten. Wenn ich aber die Evangelien auslege, habe ich einen literarischen Text, der ein Auslegungspotenzial enthält, was nicht nur eine Auslegung, nämlich meine, erlaubt, sondern viele Auslegungen. Und dann ist die Frage von möglichen und unmöglichen Auslegungen, nämlich Vielfältigkeit ohne Beliebigkeit. So, ziehen wir am Ende jetzt ein kurzes Fazit, Frau Merz. Stellen wir uns mal vor, und die Frage geht an Sie alle, ein 10-jähriges Mädchen fragt Sie, wer war Jesus? Was erwidern Sie? Was sagen Sie? Jesus war ein jüdischer Wundertäter, der den Menschen Gott nahe brachte, der eine Vision hatte von einer gerechten Welt. Er hoffte und dachte, dass die bald hereinbrechen würde. Das ist so nicht geschehen.
Aber das Erstaunliche ist, obwohl er gekreuzigt wurde und in einen schrecklichen Tod starb, haben seine Freundinnen und Freunde, die seine Botschaft miterlebt haben, die Erfahrung gemacht, erlebt, seine Sache geht weiter, hat ein mir durchaus nahestehender Theologe mal gesagt, haben Geschichten über ihn erzählt und das können wir nachlesen in den Evangelien. Herr Detering, was sagen Sie einem 10-jährigen Mädchen? Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob die Geschichten, die wir über Jesus aus der Bibel lesen, historisch sind, ob sie wirklich passiert sind oder ob sie nur eine Art Märchen sind. Ich glaube, den Begriff Märchen würde ein 10-Jähriger sicherlich verstehen. Aber wie dem auch sei, es ist ganz gleichgültig, diese Geschichten haben uns etwas zu sagen. Es sind Sinnbilder, es sind Symbole, die uns heute betreffen und die uns auch in unserem Glauben, in unserem christlichen Glauben weiterhelfen. Herr Wengst, was sagen Sie? Ich kann mich weitgehend Frau Merz anschließen. Was ich konkret mache, wird sich beim Heranwachsen meiner Enkel dann zeigen. Ich möchte aber an das Letzte noch mal anknüpfen und eine liegen gelassene Frage noch mal aufnehmen, die mir ganz, ganz wichtig ist, nämlich was dran liegt, dass sich die Erzählungen der Evangelien auf einen bestimmten Menschen beziehen, wie sich die Geschichte der jüdischen Bibel auf die Geschichte des Volkes Israel bezieht, dass nämlich hier Gott und partikulare Geschichte zusammen gedacht werden und damit sozusagen Gott in die Geschichte gezogen wird und nicht wie bei den Philosophen das höchste Vollkommene ist, was dann apathäs, ich würde mal sagen apathisch ist. Der biblisch bezeugte Gott ist nicht apathisch, der ist im tiefsten Sinn des Wortes sympathisch, sich nämlich mitleidend und er lässt sich in Mitleidenschaft ziehen. Und daran liegt mir alles. Wie schön, dass man über Jesus reden und auch streiten kann. Ich glaube, dass man das in anderen Religionen nicht so offen machen kann. Frau Merz, meine Herren, ich danke Ihnen sehr für Ihre interessanten Diskussionsbeiträge. Ich habe was gelernt. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns treu.